Ladix und ich haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, wo ihr unsere Videos schon einen Tag früher sehen könnt und unter anderem auch exklusiven Content zu meinem Clan Space Heaven Esports bekommt. Falls ihr joinen wollt, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auch gerne mit dem Supporter-Credit-Code XFN in Fortnite unterstützen. Es gibt zurzeit viele Leute, die Stretched in Valorant spielen, damit sie einfach besseres Aim haben und die Gegner eher treffen. Und daher möchte ich euch heute zeigen, wie ihr euch ganz einfach Stretched in Valorant einstellen könnt, damit ihr auch eventuell dadurch besser werdet. Mich würde es natürlich auch mega freuen, wenn ihr meinen Supporter-Credit-Code XFN im Itemshop eintragt, falls ihr Fortnite spielt. Und falls euch das Video gefällt, lasst natürlich auch sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, jetzt starten wir auch direkt mit dem Video. Und zwar erkläre ich das jetzt erstmal für alle Leute, die eine Nvidia-Grafikkarte haben. Für die, die keine haben, können einmal eben kurz skippen. Denn das erste, was ihr hier machen müsst, ist einfach rechtsklick und dann seht ihr schon die Nvidia-Systemsteuerung und da drücken wir jetzt nämlich eben schnell mal drauf. Wenn sich das Ganze dann hier geöffnet habt, könnt ihr sehen, hier könnt ihr eure Auflösung ändern und zwar hier unten bei Anzeige und Auflösung ändern. Und zwar habe ich das hier sogar schon mal vorbereitet. Hier ist dann eine benutzerdefinierte Auflösung, die ihr dann im Prinzip für euch machen könnt. Und dann könnt ihr hier sozusagen eure Auflösung einmal eben anpassen. Da drücken wir jetzt eben schnell drauf. Und jetzt könnt ihr hier unten eine benutzerspezifische Auflösung erstellen. Und das Ganze machen wir jetzt mal eben schnell. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal 1440 mal 1080 und 149 Hertz haben wir jetzt eingestellt und das Ganze können wir jetzt eben schnell mal testen. Dann sollte das ja auf jeden Fall bei eurem Benutzer definiert hier bei euch eingestellt sein, wenn ihr dann auf OK gedrückt habt und jetzt könnt ihr das hier auch direkt auswählen und hier unten einmal auf Übernehmen drücken. Der Bildschirm sollte jetzt ungefähr so gestretched aussehen wie bei mir. Danach könnt ihr das Ganze dann eben schnell schließen und einfach Valorant öffnen. Ihr müsst dann hier am besten noch im Vollbild-Fenstermodus gehen, das Ganze dann anwenden und dann sollte das auf jeden Fall gleich gestretched sein. Ja, genau, ihr seht das jetzt hier schon bei mir, das ist jetzt einfach stretched, Auflösung steht hier sogar eigene. Das heißt, ihr habt jetzt hiermit eure eigene Custom Resolution, ihr könnt halt da wirklich das einstellen, diese Resolution in Nvidia, die ihr haben möchtet. Ich habe jetzt in dem Fall die genommen und jetzt würde ich sagen, zeige ich jetzt nochmal für alle anderen, die keine Nvidia-Grafikkarte haben, wie ihr das auch ganz einfach in Valorant einstellen könnt. Und zwar geht ihr dann hier auch ganz normal auf Video und könnt dann hier beim Modus Anzeigen erstmal auf Vollbild machen und dann könnt ihr hier eure Auflösung ändern und zwar denn so wie ihr möchtet. Hier sind zwar nicht alle Auflösungen drauf, deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall die Nvidia-Einstellung, weil wenn ihr jetzt hier stretched spielt, seht ihr, dass hier auch auf jeden Fall die Grafik schlechter wird und deshalb probiert es auf jeden Fall mit Nvidia. Falls es nicht klappt, könnt ihr euch das zum Beispiel hier einfach einstellen, 16:9, drücken wir jetzt drauf, drücken auf Anwenden und dann stellt sich das eben auch nochmal ganz schnell um. Bei mir ist das Game jetzt auf jeden Fall stretched. Leider seht ihr das Ganze gerade nicht, da ich das mit OBS gerade nicht so einstellen kann, dass ihr das seht. Das heißt, bei euch im Video seht ihr jetzt einen schwarzen Rahmen, aber bei mir ist es auf jeden Fall gestretched und ganz wichtig, falls ihr eventuell noch kein Vollbild habt und auch so einen schwarzen Streifen, drückt einmal F11 und dann sollte das Ganze klappen oder guckt einfach in die Nvidia-Grafikeinstellungen, da könnt ihr das Ganze dann auch nochmal auf Vollbild machen. Aber wie gesagt, wenn ihr kein Nvidia habt, drückt dann einfach F11 und dann sollte euer Game auch so von alleine stretched sein. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und ihr könnt jetzt auch in Valorant stretched spielen. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und ich bin damit raus. Haut rein und ciao.